Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei meinem Messi-Bude in Sandrock. Wir haben Geld, wir könnten das Haus mal erweitern, ne? Das ist auch was, was wir... Hallo Mortimer. I just wanted to thank you again for helping me find those photos. Losing them made me realize those memories are everything to me. Haben wir jetzt alle Fotos? Now, my new album is nearly half full. I can't help but wonder, will we really find them all? There was also a letter tucked away in the old one. Never mind about that. If you see any more of those photos, please do let me know. Okay, wir haben noch nicht alle Fotos. Well, I'm sure you're very busy. My, your workshop is flourishing. This generation, you really are something. I think there's only one photo left, but you've done enough, really. Because of you, I've been able to see my life slowly flash before my eyes. Few have had such an opportunity. Also, hatte nicht gerade gesagt, das Album ist fast halb voll, aber es fehlt jetzt doch nur noch ein Foto. Ich bin verwirrt. Chi schickt uns den Bauplan für die Dachanzeige vom Museum, alles klar. Ich habe überlegt, ob ich noch mehr Funktionen einbauen soll, aber ich habe auf halbem Weg aufgegeben, weil Katori es sich nicht leisten kann. Fair point. Ey, das Dachschild ist aber auch nochmal eine Ansage, wa? Bronzeklingen. Digga, und warum brauchen wir 32 Hartholzdielen? Ist doch alles nicht warm. Na gut. Hast du nicht zwei? Wir können nur 24 machen. Das ist sad. Brauchen Hartholz. Machbar. Wir brauchen aber auch Gusseisenrohre. Ja, mach du nur 5. Ah, Mist, und du kannst... Aber warte mal. Du kannst die... Wait, warum springst du auf 9? Ah, weil wir insgesamt 10 brauchen und du natürlich nicht mit einberechnest, dass wir halt 5 schon von dem anderen Tisch kriegen. Ja, okay. Fair point. Dann brauchen wir einmal Bronzeklingen. Oh, dafür fehlen mir ein Kupferzahnrad. Und Bronzebarren. Aber Bronzebarren sollten ja nun echt machbar sein. Ja. Da haben wir spontan einfach mal 31 Stück eingesammelt. Gut. Soweit so schön. Du bist außerdem mit der einen Q fertig und kannst mal Holzreste verarbeiten. Du machst weiter Kupferschrott und im Anschluss Kupferschrott. Okay. Nee, im Anschluss machst du wirklich doch auch Kupferschrott. Okay. Ist in Ordnung. Kannst du machen. Achso, wir müssen warten, bis das Zahnrad fertig ist. Das macht Sinn. Und dann würde ich in der Zwischenzeit doch einfach mal... Scheiß wegsortieren. Und wir müssen auch noch Schaltkreise machen, ne? Habe ich die Quest schon angenommen? Oder wollte ich die nur annehmen? Ich wollte sie noch annehmen. Du willst auch Schalttafeln haben. Stahldolch. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Brauche ich die bessere Schmiedemaschine für. Sedge. Aber du bist durchgelaufen und hast 2 auch hart gemacht. Immerhin. Das heißt, wir könnten... No, wir brauchen 3 dafür. Shit. Ja, bedauerlich. Warum haben wir Cheese Spitzhammer eigentlich immer noch? Also den brauchen wir nun wirklich nicht mehr.
glaube, ich verkaufe den. Also er will ihn ja auch nicht wiederhaben. Das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, so, ja, dann halt nicht. Na, was brauchen wir denn für die Schalltafeln eigentlich? Ah. Right. Warte mal, wie viele Quests davon habe ich jetzt angenommen? Schon. Kriegen wir noch drei mehr hin? Ja, mit mehr Kupferdraht, aber eigentlich... nee. Ich will die Schaltkreise gerade... Nee, also die einfachen Schaltkreise gerade nicht verballern. Ach, wobei. Machen wir noch Kupferdraht? Gerade nicht, ne? Können wir aber, glaube ich, gerade auch nicht. Ja, aber wenn du durch bist mit dem Gusseisenrohr, kannst du doch halt auch noch Kupferdraht machen, oder? Das geht doch schon. Dann machen wir das auch noch. Geht schon. Ich sollte mir echt abgewöhnen, zu versuchen, darüber zu springen. Es klappt halt nie. Und am Ende reiten wir doch durchs Tor. Thank you. So, dann erstmal zu Heidi. Wenn sie aufhören würde, von mir wegzulaufen. Oh, du möchtest mir irgendwas Flirty-mäßiges sagen? Ich habe mir in letzter Zeit wirklich einfach einen Stuhl gewünscht. Ah, aber diese Verstopfung. Catch you later. Okay, ja, ich könnte ihr jetzt einen einfachen Stuhl schenken, aber... Fühle ich halt nicht so. Wait, die heißen auch noch gleich? Okay. Nun, das erklärt auch, warum der eine Typ in der Wüste dann auch so hieß und aber anders aussah. Also, du kannst erstmal in den Stall zurückgehen. Tja, was machen wir denn da nochmal? Auf jeden Fall hier sicher gehen, dass wir nicht leer laufen. Das gleiche auch nochmal am Tank, aber das sollte inzwischen nicht das Problem sein. Außerdem können wir vermutlich Wasser herstellen. Hier, wenn dann. Ja. So, und dann brauchen wir die Schaltkreise. Den Kram dann noch. Achso. So. Hatte ich nicht eine Bronzeklinge gemacht? Ah ne, da fehlte das Zahnrad für, okay. Die Ausstellungs... Okay, das war weird. Zwei Zahnräder fertig, das heißt, wir sollten auch die letzte Schalltafel machen können. Ach nee, Zahnräder nicht. Ah, gosh dang it. Okay, dann machst du einfach gleich nochmal Kupferdrähte, wenn du mit dem Zahnrad fertig bist. Sammeln lohnt eigentlich überhaupt nicht, ne? Gott. Okay, was wir auf jeden Fall ja machen müssen, ist Hartholz besorgen.
Da führt ja nun wirklich kein Weg drum rum. Also ja, wir können auch ewig warten, bis der Holzschrott verwertet ist, aber ganz ehrlich, da hacke ich hier lieber ein bisschen Totholz weg. Dann fahren wir uns hier mal irgendwie so, weiß nicht, 30, 40 Hartholz. Wenn wir jemals wieder einen Baum treffen. Das ist auch schnell gemacht. Dann machen wir hier die 3 Stunden noch weg und dann ist doch gut. Würde ich, glaube ich, auch direkt nochmal zur... Wie heißen sie? Zur Ziviltruppe reiten. Und die einfach nochmal ein bisschen losschicken, Stuff holen. Oh, ist das nicht kaputt? Okay. Dachte, das hätte schon gereicht, aber nein. Okay, schön. Eigentlich wollte ich den Dornhüpfer nicht angreifen. Der stand wirklich ungünstig im Weg. Ich hatte nicht meine Waffe ausgerüstet. Oh. Naja, er wird's überleben. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Schade. Okay. Bin ich echt so weit vom Workshop weggelaufen? Krass. Und du kostest 50.000, ne? Ah, okay. So, dann. Machen wir ruhig 6 Kupferdrähte. Weißt du was? Mach 7. Dann haben wir noch 5 über. Das ist fein. Alter, wir brauchen immer noch 15 Hartholzdielen? Okay, die kommen hier aber. Also alles fein. Das braucht halt nur eine Weile. Magst du in der Zeit... Haben wir feine Holzreste? Yes. Dann kommt daher vielleicht auch noch was bei rum. Ah, die sind durchgelaufen inzwischen. Sehr schön. Brauchen wir gerade noch irgendwas? Nö, eigentlich good to go. Wir können mal Glas machen. Einfach, weil wir mehr als genug Sand haben. Muss mal Steine, also Ziegel in Wirklichkeit. Das ist okay. Dann einmal sortieren. Nicht, dass wir davon eh gleich über die Hälfte abgeben, aber okay, sei es drum. Auf ewig diese Steine entsorgen. Ich wollte Sachen verkaufen, ne? Das Buch, den Hammer. Die Bronzedolche können auch weg. Können wir die noch im Museum ausstellen, eigentlich? Mal gucken. Ich bin nicht gesprungen. Das war total unnütz, jetzt loszureiten. Das war total dämlich. Wir sollten schon ja noch die letzte Schalltafel fertig machen. Wir auf dem Weg dann wenigstens bei Chi gleich die Quest abgeben können. So. Dann gehen wir nämlich erst zu Chi, dann zum Museum.
dann zur Nachtwache. Nein, zur Ziviltruppe. Warum will ich sie immer die Nachtwache nennen? Jo, ich hab total. Thank you. Fertig. I couldn't help but observe that you're always out conversing with people in town. I'd assumed you had some purpose for doing so, but if that's the case, why is it that our interactions are so frequently unsubstantive? Ja, das frage ich mich auch. Sehr schön. Ach, guck mal. Hier wird gearbeitet. Nice. Und ich, das heißt, ich kann da im Moment nicht rein? Gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann verkaufe ich die Dolche einfach. Zur Ziviltruppe. Wie viel Geld haben wir? Thanks for coming. Oh, stimmt. Das hatte ich völlig vergessen. Er hat ja auch noch was für uns. Hey. Well, we're gonna get this started. You've been such a big help for us at the Silver Corps since you've been here. Every major incident in Sand Rock, you're there, ready to put your life on the line to protect everyone. That's the kind of character we aspire to be. That's the kind of folk the Silver Corps was founded by. And that's the type of individual Sand Rock needs. What I'm saying is, it would be a pleasure to have you join us. So, after talking it over with Unsure and Cap, and getting the paperwork with City Hall in order, I, as the Sheriff of Sand Rock, hereby officially recognize you as an honorary member of the Sand Rock Civil Corps. Nice. Thank you. The honor is all ours. Let's do our best to protect Sand Rock. We've prepared something for you. Here. I reckon you're gonna look pretty fly in the uniform. Ooh. Congratulations. From now on, you have all the powers granted to a Corps member. You'll be able to access our bounty board in the Silver Corps office to take on any monsters or bandits that are troubling Sand Rock. Maybe I don't say this enough, but you've been invaluable here. We'd be up a creek without you. But, the creek's got water, ain't it? Regardless. I'm happy to call you our partner. Cool. Mal gucken, was die Klamotten können. Mal gucken, was das Bounty Board so kann. Ach krass, das gibt auch Werkstattruf? Okay. Aber, also wenn ich das jetzt annehme, muss ich das dann einfach nur innerhalb von 2 Tagen irgendwo, also muss ich die innerhalb von 2 Tagen irgendwo besiegen? Oder wird mir auch gesagt, wo ich die finde? Ich nehme das jetzt spaßeshalber mal an. Dann gucken wir mal. Grundlegend würde ich euch aber gerne auf jeden Fall... Ja, wir haben fast 22.000, okay. Ja, das darf ruhig dauern. Ja, dann machen wir ruhig 5 Touren. Das finde ich okay. So, das lohnt nicht. $3.000 dafür? Hm. Ja, komm. So, nee, das ist es auch nicht. Okay, soweit so gut. Da löst sich Justice auf. Achso, der ist jetzt sogar schon...
Aber habe ich dafür jetzt einen Marker? Oder muss ich jetzt... Nö, habe ich nicht, ne? Was weiß ich, wo der Instandhaltrobot ist? Ist das nicht der Boss in irgendeiner Ebene? In den Schiffswrackruinen. Okay. Na, dann müssen wir wohl dahin. Das können wir heute aber eigentlich auch noch relativ easy machen. Liegt ja quasi auf dem Weg. Naja, nicht wirklich, aber wir sind schon fast da, wollte ich sagen. Und genug Ausdauer haben wir. Zeitlich passt das auch. Wir brauchen 4 Stunden, um da reinzutauchen. Sagen wir, wir sind ungefähr um 18 Uhr da. Naja, mit Rückfahrt und so sind wir dann 23 Uhr oder so wieder zu Hause. Das geht schon. Oh Gott, hier hochzukommen ist halt echt ein richtiger Krampf, ne? Warum wir die Leiter nicht direkt nach ganz unten gebaut haben, weiß auch niemand. So, nehmen wir eine Stufe schwieriger. Finde ich okay, oder? Kriegen wir einen Bewässerungschipper raus, wenn wir mindestens A-Rank schaffen? Finde ich okay. Ich hoffe, die Monster sind nicht so stark, also dass wir das in der Zeit einfach schaffen. Ich habe ja auch ein bisschen Munition nachgemacht, ne? Das heißt, wir können theoretisch mit der Pistole ein bisschen abgehen. Nee... Was haben wir für einen Buff? Life Leech. Crit-Schaden. Oh, aber Bewegungsgeschwindigkeit minus 30 fühle ich gar nicht. Kritische Trefferquote plus 25%. Das fühle ich. Wie im Schießstand hier. Na komm schon. Okay, cool. Ich konnte mich einfach kurz nicht bewegen, bis ich wieder angegriffen wurde. Schön. Er ist immer noch nicht tot, okay. Jetzt aber. Die hat ganz schön Schaden gemacht. Und da ist noch einer davon. Ja, uncool. Cool, das hat das Vieh überhaupt nicht gejuckt. Okay, das war deutlich angenehmer. Can you not? Komm doch einfach mal ein Stück hier rüber. Okay. Ist noch wer und ich wundere mich schon die ganze Zeit. Alter, kannst du halt bitte nicht. Cool. So viel dazu. Gucken, dass wir nichts übersehen. So, fehlen noch 7 Gegner in 1,30. Halt im Leben nicht. Naja, und weil der... Ah doch. Kann sagen, der müsste doch eigentlich ordentlich Schaden bekommen haben. Okay,
Waffen festzustecken, wird das vielleicht auch was? Brauchen die nächsten Ebene auf jeden Fall Heilung. Mit dem Riesenradius nicht treffen. Puh. Ebene fertig. Sehr gut. Mit 14 Sekunden. Und wir haben eine Menge Munition verballert. Das ist halt nicht so gut. Mal gucken, ob wir noch welche kaufen können. Das würde ich gegebenenfalls machen. Ja, können wir. Einfach mal 200 Schuss mitnehmen. Easy going. Und wir könnten mal gucken, ob die Klamotte besser ist. 124 und 9. Nee. Oh, die ist besser, oder? Na, da fehlen halt die Bonus-Stats drauf. 8 und 15. Ah, wenn wir die nochmal aufwerten? Ganz ehrlich, wenn wir die Klamotte von der Ziviltruppe nochmal verbessern, also durch einen Verehler jagen? Kann das schon was werden? Zehn Gegner noch. Alone. Das ist super nervig, dass er, wenn er angegriffen wird, immer aus dem Zielmodus rausgeht. Kannst du bitte einfach nicht... Danke. So, und dann hätten wir die weg. Stimmung. Treffe ich von hier? Nee. Oder so. Okay, dann noch drei Gegner hier. Ah ja, die sind alle da. Perfekt. Ist da zufällig ein Explosive? Nein. Bedauerlich. Okay. Ja, Pistole macht vieles einfacher. Wir sollten prinzipiell auch einfach Gewehrmunition craften. Mit dem Gewehr wäre es halt nochmal entspannter. Haben wir wie viel Munition? 40. Okay. Nehme ich mal für den Boss.
weil der... Damn, der ist ja richtig Party. Au. That hurt. Lass mich doch wenigstens einmal wieder hinstellen. Schon. Hauptsache, das Vieh macht mir nochmal Schaden. Okay. Das hat gut Munition gekostet. Aber sei es drum. Dann haben wir einen Bewässerungstyp. Ich weiß noch nicht, wofür wir ihn brauchen, aber wir haben einen. Gott, wir haben so viele Abzeichen. Ganz ehrlich. Wir kaufen einfach nochmal ein bisschen Munition. It's fine. Und dann verlassen wir diesen Ort des Grauens, bitte. Zivil-Truppen-Ding geben wir morgen ab. Passt schon. Wir gehen mal nach Hause und sehen zu, dass wir den Stuff fertig bauen. Rohre und Dielen könnten inzwischen fertig sein. Die Dielen noch nicht ganz. Obwohl, fast. Zwei fehlen noch. Okay. Hat hier irgendjemand noch Gusseisenrohre gemacht? Ah ja. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt das Dachschild schon mal fertig machen, wenn ich das Ding finde. Wow, es ist fucking huge. Okay. Na komm. Wir können auf jeden Fall schon mal zwei weitere Ausstellungsstände machen. So, dann müssen wir nur noch auf einen warten. Und das ist dann mit einem Schild. Das können wir zusammenfassen. Dann machst du mal Plastikschrott. Du machst einfach mehr Eisenschrott, das ist fein. Dann knabberst du weiter an den Holzresten. Feine Holz, Holzreste vor allem. Holzreste haben wir nicht, ne? Ne, keine weiteren. Kann ich dich aufwerten? Bronzerahmen und Blutsteinsägen. Blutsteinsägen ist nicht so das Ding. Davon können wir jetzt eh nochmal welche machen. Aber Bronzerahmen. Machbar. Warum genau kann er da nicht stehen? Pff.
Du hattest die 5 feinen Holzreste und dann... Ja, keine Ahnung, mach mal mechanischen Schrott, passt schon. Du bist immer noch nicht fertig. So, jetzt aber. Sehr gut, dann... Letzte Fuhre hier. Und dann haben wir die Quest fertig. Warten auf Bau, warten auf Bau. Müssen wir nicht noch mit wem sprechen? Okay. Na, meinetwegen. Dann warten wir jetzt wieder ganz viel. Das können wir im Moment am besten. Dann gehe ich mal pennen. Und sage vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.